Hallo und willkommen. Weiter geht's mit Minecraft After Humans. Ich habe schon ein wenig offline weitergearbeitet. Ich hatte hier ein paar. Moment, kleiner Ruckler. Ich hatte hier ein paar mehr Pflanzen. Oh, jetzt ist schon wieder eine reif. Die werde ich mal kurz ernten und dann zwei gleichzeitig gleich mal weiterverarbeiten. So. Dann haben wir auch genug. Hallo? Hab mich schon gefragt, wo die waren. Hä? Ich habe doch zwei gehabt. Wo ist die? Er hätte mal eine genommen. Gut, nehmen wir halt noch eine. So, dann habe ich davon schon mal genug. Das hier sind Kartoffelpflanzen, die ich noch gepflanzt habe. Und hier ist noch mehr Weizen. Das. Hey, das ist meiner. Verhau ab. Hau ab. Hau ab. Weg mit dir. Gut. So, und zwar habe ich hier ein bisschen weitergearbeitet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich möchte diese Pfeiler gerne hier aus Holz machen. Das hier ist im Moment, also man sieht, das ist ein Carpenter-Block, weil das normale Holz praktisch rund dargestellt wird. Und das wäre halt ziemlich doof dafür. Raus hier. Ziemlich doof dafür, weil ich das ganz gerne eckig haben möchte. Die Oberfläche hier ist in dem Fall ein Gummibaum. Ich habe, also noch lieber, wenn mir irgendwas Dunkles, ein Sprucewood oder, also ein Sprucewood, was ist denn das eigentlich? Eine Tanne? Nee. Fichte oder so. Die würde ich ganz gerne haben, aber die habe ich hier in der Umgebung nicht gefunden. Alternativ würde es eine Birke machen, aber die Birke sieht irgendwie total hässlich aus. Zumindest in dem Texture Pack, was ich hier habe. Gefällt mir absolut nicht. Und eine Eiche, naja. Könnte man zur Not nehmen, aber mit dem ganzen Moos da drauf ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Dann habe ich hier unten den Bruchstein hier ein wenig geschisselt und als weißen Stein dargestellt. Ich gehe mal das, also ich finde es gar nicht schlecht, das setzt sich schön voneinander ab. Und es ist halt nicht so eintönig alles, wenn alles nur in diesem Bruchstein ist und hier unten auch und hier meinetwegen auch noch, das wird nachher zu eintönig. Und ja, dann habe ich noch ein paar Fenster installiert. Da könnte man sicherlich auch noch andere nehmen. Die sind auch geschisselt. Der Schissel ist übrigens dieses Teil hier. Habe ich den letztes Mal schon gehabt? Ja, klar, muss ich ja. Wenn ich die Steine gemacht habe, muss ich den Schnappen gehabt haben. Hau endlich ab hier. So, und dann habe ich hier einen kleinen Aufgang gemacht. Der ist möglicherweise auch noch nicht komplett. Mal schauen. Also, so richtig gefallen tut er mir noch nicht. Dann habe ich hier ein paar Pflanzen installiert. Das hier ist auch, ist ein Carpenterzaun. Der lässt sich halt variieren. Ich kann das mal hier mal zeigen. Da sieht man das. Da kann man immer wieder was verändern. Aber hier für einen Aufgang wäre es halt so ein breiter hier passend. Diese Blumentöpfe sind ebenfalls die Carpenterblöcke oder Zimmermannstöpfe in dem Fall. Da habe ich schon ein paar Pflanzen drin. Naja, gut. So richtig gefallen tut es noch nicht. Können wir mal reingehen. Das hier ist übrigens. Was? Eichenholzstufe? Ich habe doch hier Birke genommen. Hä? Ich habe dieses Holz genommen. Moment, das kann doch nicht sein. Das hier ist Eiche. Im Normalfall. Da, Eichenholz. Und das hier soll Birkenholz sein. Genau das habe ich genommen. Das ist schon ein bisschen seltsam, dass man mir das jetzt hier als Eichenholz anzeigt. Na gut. Jedenfalls finde ich das optisch sehr gelungen. Mir gefällt es gut. Setze ich auch hier schön ab. Wie man sieht, also ich bin eine Stufe höher gegangen. Weil das einfach mit den, lass mich rein, mit den Fenstern hier besser passt. Das hier sind Stufen, ebenfalls aus Carpenter- oder Zimmermannsblöcken gemacht. Das sieht dann ziemlich cool aus. Und die Fenster selber sind auch Carpenter-Blöcke. Moment, ich kann das mal zeigen. Wenn ich die jetzt hier hinsetze. So. Dann sind die üblicherweise so breit. Wenn ich jetzt aber mit dem Hammer drauf haue, da, dann werden die nur halb so groß. Und genau das habe ich hier. Man sieht es nicht, aber die gehen bis vorne ran. Also von draußen sieht man es dann, dass es genau dasselbe ist. Hier kann man wieder breit machen. Oben geht es auch. Super Teil. So, das machen wir wieder weg. Den brauche ich noch. Hau ab hier. Verschwinde. So. Hier muss ich noch ein bisschen bauen. Passt auch nicht ganz. Und dieses hier sind ganz normale Fackeln, die ebenfalls geschisselt werden.
Also es ist echt enorm, was man so draus machen kann. Aber ja, gut. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht mit dem Haus, wie das Dach gemacht wird, ob da noch ein zweites Geschoss oben drauf kommt. Keine Ahnung. Was ich jetzt dringend bräuchte, ist zum ersten Mal Essen. Könnte ich mal eben machen. Ich habe hier den Weizen geerntet und dann so habe ich den hier so drei nebeneinander gemacht und da ist das Brot rausgekommen und das Brot habe ich dann getoastet, denn wie man sieht, hier hat das hier anderthalb Blöcke, sag ich mal, die ich hier mehr bekomme, aber ein Toast hat zwei Blöcke komplett, also macht das durchaus Sinn, das Ganze zu toasten. Hier sind die nächsten acht. Die vier machen wir auch nochmal mit rein. So. Gleiches kann man mit den Kartoffeln machen. Oder mit jedem anderen Gemüse. Das heißt, mit jedem glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, die Möhren zum Beispiel kann ich nicht rösten. Oh, da ist noch was reif. So, wie viel habe ich jetzt davon? Weitere 12. Das ist super. So also kriege ich vier Brote raus. Ja, und außerdem habe ich irgendwo eine Schlucht entdeckt. Wo war die denn nochmal gewesen? Moment. Sieht man die hier irgendwo? Ich fürchte, nein, die sieht man nicht. Nee, kann man nicht sehen, schade. Na gut. Jedenfalls brauche ich dringend Baumaterial, sowohl Steine als auch Holz. Und ich würde sagen, da werden wir heute mal auf die Jagd gehen. Beziehungsweise uns das mal suchen. Dafür bräuchte ich ein paar weitere Materialien. Hier habe ich nur eine Holzspitzhacke, die kommt weg. Brauche ich nicht. Das brauche ich auf jeden Fall nochmal. Habe ich hier noch mehr Holz irgendwo? Ja. Da habe ich Eichenholzbretter. Die machen wir zusammen. Und dann habe ich hier noch irgendwo habe ich noch. Ach so, den Hammer, ja, genau. Den wollte ich ja das letzte Mal reparieren, habe ich falsch gemacht. Denn der Hammer, der kommt nicht hier hin, sondern er kommt da hin. Jetzt kann ich einen Stein dazu machen. Moment, brauche ich einen ungeschisselten Stein. Den habe ich da bestimmt auch noch irgendwo. Nehmen wir mal diese hier. So. Und wie man sieht, wird es repariert. Einen noch. So. Jetzt habe ich wieder ein komplettes Teil. Hält natürlich nicht lange, aber gut, ist halt so. Davon habe ich 13. Mais habe ich gefunden, genau. Wo ist denn jetzt mein Metall? Da unten. Ja, da ist was. Okay, davon brauche ich ein paar. Halt, da war noch eine Axt. Eine Holzaxt, ach komm. Brauche ich nicht. Fackeln habe ich noch ein paar. Wir machen erstmal hier eine weitere Hacke. Eine Eisenspitzhacke, hier habe ich noch eine. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch eine Schaufel. Die würde ich mir mal hier holen. Chisel und Carpenter Hammer können weg. Eine Axt wäre vielleicht noch nicht schlecht. Die werden wir auch mal eben machen. Und da. Die habe ich dort einmal. Und das könnten wir gleich mal essen hier. Da habe ich auch noch was. Moment. Das esse ich erstmal weg. Ne, das wollte ich nicht essen. Der hier kann auch gleich weg. Ah, bin voll. Okay. Dann brauche ich auch nichts mehr essen. So, dann kommt das hier weg. Und das kommt nach da. Das brauche ich nicht mitnehmen. Davon nehme ich mal die Hälfte mit. So, da kann ich neue Sticks von machen. Die habe ich auch schon mal. Sehr schön. Habe ich hier. Da habe ich noch ein bisschen Kohle. Machen wir mal 64 draus. Okay, davon haben wir da auch genug. Brauche ich noch was? Ich habe das, 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 das. Okay, das passt dann soweit. Ach so, ich wollte mal schauen. Ich wollte ja möglichst bald mit Elektronik anfangen. Dazu brauche ich einen Generator am Anfang.
Generator. So, den habe ich hier. Und zwar diesen hier, den Stirling-Generator. Also Specksteinziegel oder Steinziegel kriege ich hin. Die müssen also Stein muss einfach nur im Grunde gegrillt werden oder gebraten werden. Dann wird er wieder zu normalen Steinen, vom Bruchstein zum normalen Stein. Und dann brauche ich den einfach nur in Vierergruppen hier anordnen und dadurch kriege ich dann die Bricks oder die Ziegelsteine raus. So, dann haben wir einen Ofen, das ist auch kein Problem. Ein Basis-Zahnrad wird aus Stein und Sticks gemacht. Auch kein Problem. Und einen Kolben haben wir. Oh, eigentlich können wir alles davon machen. Das heißt, ich habe keinen Stein, glaube ich. Habe ich noch. Moment, hier habe ich Bruchstein, den könnte ich nehmen. Ja, wir nehmen ja den hier. Quadrazit. So, der muss einmal hier gebraten werden. Das können wir damit raus. Machen wir doch mal wieder damit hin. Das dauert natürlich eine Weile. Ach so, ich habe auch noch ein paar Schafe gefunden. Sieht man die auf der Karte vielleicht? In dem Fall? Ne, sieht man auch nicht auf der Karte. Toll. Also ein paar Schafe gefunden. Da könnten wir uns mal ein Bett von machen. Da muss ich mal da nehmen. Muss ich nicht hin. Ich muss hier hin. Ich brauche noch ein wenig Holz. Genauer gesagt, 1, 2, 3 Stück. Und, Moment. Hier auch meine Wolle. Da, weiße Wolle. Die ist in dem Fall braun. Also, die Wolle kommt nach oben und das Holz kommt nach unten. Und da haben wir unser Bett. Sehr schön. Ich würde sagen, das stellen wir mal hier irgendwo hin. So. Und dann brauche ich noch ein Bett für unterwegs. Da. Und die Wolle. Das heißt, es gibt noch einen Schlafsack. Moment, vielleicht kriegen wir den, ja. Ein Schlafsack. Da gibt's sowas. Da brauche ich diesen Teppich. Wie macht man den denn? Aha, okay. Das kriegen wir hin. Aber das reicht bestimmt nicht. Wie viel brauche ich denn davon? 2, 4 und dann noch mal weitere Wolle. Also, ich habe doch hier noch andere farbige Wolle. Ja, graue Wolle haben wir noch da. So, nehmen wir auch mal mit. Und jetzt müsste ich mir den eigentlich bauen können. Jawohl, sehr schön. Mit dem kann man sich eigentlich überall hinlegen. Brauchen wir nicht mehr darauf achten, wie die Oberfläche ist, wo man sich hinlegt, sondern einfach nur, ja, hinlegen halt. Und schläft. Klasse. Das geht super schnell. Einfach toll. Gut, und schon haben wir ihn wieder mit aufgenommen. Braucht man also nicht erst wieder extra aufheben und alles kaputt machen. Einfach so mitnehmen. Da kommt da Freude auf. So, der ist durch. Hier sieht man das. Aus dem Bruchstein ist wieder ein glatter Stein geworden. Und nun werden wir den mal hier zu Bricks machen. Da haben wir die schön zusammen. Und was brauchte ich nochmal? Achso, ich brauchte noch mehr Stein. Ich muss mir einen Ofen machen. Kann ich die mit einem geschüttelten Stein machen? Keine Ahnung. Muss man eben ausprobieren. Ob das geht? Ne, das geht nicht. Na, komm her. Brauche ich, nehme ich mal das hier wieder davon. Ein mehr. Ein mehr? Nee, Quatsch. Acht würden reichen. So, das kann weg. Machen wir es nochmal. Da ist der Ofen. Die Bricks haben wir. Dann brauchte ich noch einen Kolben. Wo habe ich den nochmal? Da oben. Okay. Was brauchte ich noch? Ein Generator. Ah ja, das Basis-Zahnrad. Dafür habe ich nicht mehr genug da. Dann brauche ich wieder Stein. Toll. Also nochmal. Basis-Zahnrad. Und ja, die zwei brauche ich auch. Sehr schön. Kolben haben wir, das haben wir auch alles. Und schon haben wir Generator. Super. Den werde ich mal hier vorne hinstellen.
Also, funktioniert ganz einfach. Ich muss hier einen Brennstoff reintun, zum Beispiel Kohle. Und dann lädt er sich hier auf und gibt seine Energien an die weiteren Geräte um ihn herum ab. Hier kann ich das auch noch konfigurieren. Rein, raus, deaktiviert und nichts wählen. Bei nichts wählen gibt er Energie trotzdem an den Seiten ab. Überhaupt kein Problem. Ja, das kann erstmal hier volllaufen. Und dann würden wir später einen Pulverizer bauen. Wobei, was brauche ich denn für einen Pulverizer? Auf jeden Fall brauche ich Redstone dafür. Da müssten wir dann auf jeden Fall, oder müsste ich dann auf jeden Fall tiefer graben. Der kommt, glaube ich, irgendwie ab Höhe 12 oder so. Oder kommt der früher? Keine Ahnung. Jedenfalls relativ tief. So, das ist ein. Wie heißt denn der? Geht der hier auch als Pulverizer? Nee, ne? Nee. Pulverizer sowieso nicht. Pulverizer, doch, hier gibt's den. Super. Also, Kupfer brauche ich. Kupfer und Eisen. Okay, Kupfer haben wir, ist kein Problem. Redstone, dafür brauche ich Gold. Gold habe ich nicht. Und ja, Redstone natürlich. Dann brauchen wir einen Maschinenrahmen. Moment, den nicht. Zinn. Zinn habe ich, glaube ich. Glas habe ich und Eisen habe ich. Okay, was brauche ich noch? Ah ja, einen weiteren Kolben und Feuerstein. Wie viel Feuerstein habe ich denn dabei? Feuerstein, Feuerstein. Hier ist gar nichts. Da, 5. Würde also auch funktionieren. Okay, wir müssen auf jeden Fall los. Das machen wir jetzt mal. So. Dazu werde ich mal wieder. Na, lass mich durch. In den Berg gehen. Da haben wir es ja schon ein bisschen eingegraben. Und los geht's. Also ich muss auf jeden Fall tiefer kommen, als ich bisher schon war. Ging das hier runter? Nee. Dann ging das da runter. Ach so. Ah, verdammt, ich habe was vergessen. Toll. Ich wollte noch ein Schwert machen, um da durchzukommen. Gut, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Hilft ja nicht. Hier bin ich ja falsch. Ich bin davon hier gekommen. Verstehe gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Kann gar nicht sein. Ach, da oben. Okay. Warum komme ich hier nicht hoch? So, dann mache ich mir mal kurz ein Schwert. Oh, hier ist hier einiges reif. Sehr gut. Also hier muss auf jeden Fall auch eine breitere Tür hin. Absolut furchtbar. So, 1, 2 brauche ich davon und Sticks habe ich noch ein paar. Also, ein Schwert bekommt ein Stick und zweimal von dem. Hallo? Zweimal von dem Material. Und dann das Schwert. Auch reichlich Soja jetzt langsam reif. Da kann man bald was von machen. Ich vorbei? Ja. So, jetzt können wir mal schauen, was dort hinten bei den Spinnnetzen ist. Dann wollen wir mal. Sehr gute Sache, können wir auch noch wieder aufheben, hier diese Reste von den Spinnnetzen. Da kann man noch einiges mitmachen. Also ich sammle alles ein.
Da habe ich eben auch schon wieder Hyalurit gesehen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Also, wenn man es vergleicht mit der Axt, habe ich das ja versucht klein zu machen. Das dauert ja viel zu lange. Das geht deutlich schneller mit dem Schwert. Da war Bauxiterz. Moment, aber noch mehr. Machen wir mal unsere Fackel wieder hier hin. Okay. Hier haben wir mal das erste. Weg damit. Eisen nehme ich natürlich auch wieder mit, ganz klar. Oh, da ist noch mehr. Die verbraucht sich aber auch schnell, dieses Schwert. So, viele Wege, die uns hier offen stehen. Toll, da ist schon mal das erste. Geht's denn noch weiter? Wow. Die erste Hacke ist schon weg. Moment, ich leg mir mal das hier vorne hin. Die Axt brauche ich im Moment nicht. Kommt nach da. So. Gehen wir mal hier weiter. Der reinste Irrgarten hier. Oh. Nehme ich mit. Lava. Das werden wir auch mal mitnehmen. Paar Eichenholzbretter kann man immer gebrauchen. Das war Kies. Nichts mit anfangen. Dann brauche ich mal wieder einen. So. Mann, nee, ist auch richtig viel. Und wenn wir daraus Fackeln machen, Hauptsache man hat ein bisschen was dabei. Oh, eine Kiste. Mal schauen, was da drin ist. Das kann erstmal wieder weg. 63 habe ich davon. So, das war mein Bruchstein. Das kommt erstmal weg. Das wird vermutlich wieder mal nicht funktionieren. Brot nehmen wir mit. Goldbahn nehme ich sehr gerne mit. Und Zertus Quarzstaub. Ja, Gott, komm, ich nehme es erstmal mit. Wegwerfen kann man es immer noch. So, ist hier noch mehr? Ne, das ist nur Sand. Okay. Oh, das ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Ein verzaubertes Buch. Okay. Moment. Kann ich. Na? Okay, es geht. Dann lasse ich es doch erstmal hier. Wäre jetzt eine Verschwendung gewesen, das komplett aufzuessen. Denn hier unten, das ist ja relativ voll. Also, das macht ja hier. Wow. Das füllt alles wieder auf. Darf ich also erst zum Schluss mitnehmen? Melonenkerne. Eigentlich könnte ich sie gebrauchen, aber noch nicht. Einen Deluxe Cheeseburger nehmen wir mal mit. Und das lasse ich erstmal hier. Das läuft mir nicht weg. Da geht es nicht weiter. Und das kommt wieder mit. Ein paar Fackeln. Kupfer. Nehmen wir. Ich bräuchte dringend auch mal einen Rucksack. Ohne wird es dann doch ein bisschen eng alles. Oh. Brauche ich das wieder? Kohle. Nehme ich erstmal nicht mit. Habe ich ja mit genug. Hallo, ich will hier hoch. So, dann gehen wir mal hier. Nee, hier ging es nicht weiter. Kann ich hier lang? Oh, da ist
da geht's nach unten. Moment. Brauche ich mal das hier. Na. Das machen wir mal da. Mhm. So, da kommen wir ein Stück runter. Und schon sind wir unten. Dafür brauche ich wieder dieses Schwert. Ach nee, bin ich noch nicht. Moment. So, noch ein Stück runter. Jetzt bin ich unten. Moment. Bam, bam. Dass wir einen Weg zurückfinden. Und das nehmen wir wieder alles mit. Wie gesagt, Monster sind noch nicht aus, noch nicht an, weil die würden mich hier total killen gerade. Wenn ich diesen Spinnen hier begegnen würde, hätte ich keine Chance. Das kommt mit weg. Das Schwert ist auch gleich abgenutzt. Was ist denn da? Schon wieder eins? Wahnsinn, das würde hier wimmeln nur von den Viechern. Schauen wir eben nach. Ach Gott, hier ist schon alles voll bei mir. Okay, die Steine sortiere ich erstmal alle aus. Ah, die kommen auch erstmal weg. Brauche ich nicht. Ein Teilungssiegel. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Aschehaufen. Pferd habe ich auch noch nicht. Komm, den nehmen wir doch mit. Das Brot. Das werde ich mal kurz aufessen. So. Kostet mich nur Platz, Stärke und Boost. Das lasse ich auch erstmal hier. Okay. Moment. Das lasse ich auch hier. Und was ist das? Kies. Kommt auch erstmal hier wieder hin. Gut, alles andere darf bleiben. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das nehme ich mit. Das sind diese geladenen Zettel Quarze wieder. Da ist noch einer. So, wo geht es denn hier hin? Auf jeden Fall tiefer. Eisen. Wenn ich jetzt irgendwas liegen lasse, dann mache ich das nur, weil ich nicht so viel Platz habe. Es läuft mir, wie gesagt, nicht weg und ich kann immer wieder hierher. Das ist alles kein Problem. Kohle. Habe ich hier einen Platz für Kohle? Ne, habe ich alles verbraucht. Komm, ein bisschen was nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir einen Stack voll. Ah, da oben geht es auch noch mal weiter. Dann wollen wir uns mal einen Weg bahnen. Hä? Ah, ich hänge fest. Wäre so klar. Kohle nehmen wir auch wieder mit. Jetzt, wo ich einmal damit angefangen habe, möchte ich den Stack auch voll kriegen. Was haben wir dann noch mehr? Kupfer. Wahnsinn. Hallo, kann ich das irgendwo hin tun, das Ding? So, da. Machen wir mal hier hin. Petroleum nehme ich alles gerne mit wieder. Das mache ich dann am besten mit dem Hammer. Kriege ich alles sofort mit. Kupfererz, so viel kann ich nicht mitnehmen. Da ist wieder was. Da ist richtig viel, cool. Das brauchen wir nachher alles auch für diesen Generator. Oh, wo geht's denn da noch hin?
War ich hier schon mal? Nö. Achso, das sind hier die Pilze, waren das. Hier war ich schon. Von da bin ich gekommen. Moment, dann mach das weg. Und mach es wieder nach da, sonst verirre ich mich am Ende noch. Wenn die plötzlich auf der falschen Seite sind, die Fackeln. Das wäre gar nicht gut. Oh, das will ich haben. Eisen. Sind wir denn? War ich da schon mal? Wahnsinn, schon wieder Spinnen. Und es geht wieder tiefer. Der blanke Hammer hier. Gleich ist mein Schwert weg. Auch ziemlich doof. Bleiben wir mal in der Mitte. Da haben wir Wasser. Und es geht wieder tiefer. Jetzt sind wir in der Tiefe 36. Das sieht man bei mir in der Karte. Und das war's. Gut. Und, hallo, da will ich hin. Und gucken, wie lange es noch hält. Das war's. Toll. Mist. Dann krieg ich's nicht weg und das hier wird ewig dauern. Aber da vorne ist Eisen, das würde ich ganz gerne mitnehmen. Also das hier muss ich auf jeden Fall kaputt machen. Na komm. Dauert echt ewig. So, endlich das Eisen. Da habe ich wieder Zertusquarz und natürlich Kohle. Oh, das noch mehr. Nach. Da ist noch Eisen wieder. Cool. Moment, das können wir nicht auch mal hier mitnehmen. Noch mehr. Die Fackel habe ich nicht gesetzt. Meine kommen auf die linke Seite. Ist auch nicht von mir. Moment. Mach ich mal nach da. Sehr cool. Wo geht's jetzt dahin? Kann ich da einen Übergang machen? Ja. Hier ist nichts mehr. Gut, dann nehme ich wenigstens das Holz mit. War der Weg hier nicht umsonst.
Die Axt ist auch gleich fertig. Ich habe, glaube ich, keine weitere dabei. Darf ich nicht runterfallen? Das nehmen wir wieder mit. Und hier war doch mal wieder Kupfer. Bauxit lassen wir erstmal hier. Fackeln nehmen wir mit. Moment. Da ist noch was. Ah, wie schön, haben wir gleich einen zweiten Gang entdeckt. Oh Gott, wo geht's denn dahin? Oh Mann. Das geht ja mal echt tief runter gerade hier. Runter scheine ich ja noch nicht gewesen zu sein. Komme ich da jetzt wieder zurück? Den Weg. Moment, war da was? Eisen. Nehme ich natürlich mit. Und das war's. Mehr ist hier nicht. Wo geht's? Dahin. Was ist das? Ah, Flintstone, also Feuerstein. Mal noch da. Da geht es noch weiter. Wow, hier haben wir mal einen kleinen Einblick auf die Höhle. Fett. Da ist ja einiges. Ah, Zetusquarz. Noch mehr. Und Eisen, wie komme ich da jetzt hin? Moment. Nö, komme ich nicht lang. Ah. Ja, nichts, was ich jetzt dringend bräuchte. Okay, was lassen wir denn jetzt hier? Das kann erstmal weg. Dafür nehmen wir das mit. Das kann ich eigentlich nicht hier lassen. Erde kann ich hier lassen. Das bleibt auch hier. Den Burger werden wir mal eben essen. Toll. Das war ja ein kurzes Essen. Oh. Nicht. Ein Bärenbusch und da hinten ist noch einer. Das werden wir uns mal merken hier. Die brauche ich später noch. Ist hier noch was? Ja, hier geht es auch runter. Da ist wieder Eisen. Richtig viel Eisen. Mann, Mann, das ist echt eine Masse. So. Das brauche ich nicht. Das nehmen wir wieder mit. Wahnsinn. Hört gar nicht mehr auf, deswegen ich bin begeistert, hier so viel Eisen zu finden. Und das Schöne ist, wenn wir einen Pulverisierer haben,
Dann können wir das Ganze verdoppeln. Das macht dann richtig Freude. Da war ich schon. Wo sind die Fackeln auf der rechten Seite? Da war ich noch nicht, aber da kann ich auch nicht lang gehen. Aber werden wir uns mal einen zweiten Weg schaffen. Steine brauche ich ja eh. Moment, da brauche ich meine Schaufel. Na, hier war ich offenbar schon. Ne, das ist keine von mir gesetzte Fackel. Das ist eine fremde Fackel. Da schon wieder der Spinnenspawner. Gut, einmal durch. Hier war ich aber schon. Das würde ich ja ganz gerne mitnehmen. Was kann ich denn wegwerfen? Feuerstein brauche ich nicht.